bin die Niki. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Steppen. Und zwar machen wir heute einen kleinen, kurzen Block, keine Choreografie, sondern einfach nur die Grundschritte hintereinander mit ein paar Armvariationen, sodass du richtig schön warm wirst. Ich wünsche dir jetzt ganz arg viel Spaß. Wir werden wieder eine kleine Mischung aus Englisch und Deutsch machen. Du wirst auf jeden Fall alles verstehen, denn die Grundschritte sind ja so oder so schon auf Englisch. Pass auf dich auf, mach bitte nur so, wie du kannst. Und jetzt legen wir los. Wir starten wie immer einatmen und ausatmen. Inhale and exhale. Again. Inhale and exhale. Einatmen und ausatmen. Letztes Mal zum Reinkommen. Gib mir mal einen Tap front. Rechts und links. Right and left. So, wir gewinnen uns jetzt erstmal an die Höhe des Steppers, machen uns ein bisschen warm. Nimm mal die Arme mit. Add your arms. Do a little swing to the right and to the left. Wir schwingen ein wenig von rechts nach links. Und da dürft ihr jetzt schon aufpassen, dass ihr natürlich genug Platz habt. Noch 8, 7, 6. 5, noch 4, 3, 2, Achtung, mal nur die Ferse, Heel Dip. Die Ferse tippt auf den Step, the heel dip on the step, 3, 2, 1, again, tap. Nochmal, einfach rechts und links tippen. Die Arme darfst du immer mitschwingen, aber wenn es zu schwer wird, lass die Arme einfach weg, okay? If it's too difficult, just focus on your legs. So, rechts und links. Noch 4, noch 3, noch 2, diagonal. Let's go. Rechts und links. Wir tippen jetzt rechts und links auf den Step in das Eck. In the corner, with tap, right and left. Also, add your arms. Du kannst wieder deine Arme mitnehmen. Rechts und links. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung. Tap up. Wir kommen hoch. Auf den Step, das ist unser Grundschritt. Our basic step, tap up, auf und ab. The full foot on the step, der ganze Fuß ist auf dem Step und du tippst hinten. Hopp, tipp ran. Achte auch drauf, dass die Ferse hinten tief geht, wenn du vom Stepper wegkommst, dass du nicht immer nur auf der Zehenspitze bist, sondern der ganze Fuß auf dem Boden. Also put your forefoot on the ground. The heels are not in the air. The heels are also on the ground. So, perfekt. Wir nehmen mal die Arme mit. Vor und rück. Tap up. Die Hüfte vorschieben. Tap, tap. Muss ich auch mal konzentrieren, dass ich hinten mal den ganzen Fuß abstelle. Bleib nah am Stepper und nimm deine Arme vor und rück, die Hüfte gestreckt. Hopp, hopp. Perfekt. Wir nehmen mal die Arme auf und ab. Das heißt hoch und tief, aber erst in 4, 3, 2, Achtung, die Arme nicht mehr vor und rück, sondern hoch und tief. Arms in the air. Auf und ab. Noch 8, 7. Nimm den Ellenbogen mal ganz weit zurück. Noch 4. 3, 2, 1, Achtung, nur tap up.
Tap Up. A little variation, kleine Veränderung. Und zwar tippst du nicht mehr auf den Step, sondern du tippst neben den Step. Tap on the ground. Tap, hop, hop, tap. Perfekt. Auch hier nehmen wir die Arme mit. Add your arms. Wir wollen ja warm werden. To warm up. The full body, the upper body, the lower body. Zum Aufwärmen unseres gesamten Körpers. Noch 8, 7, 6 ohne Änderung. Hier kannst du auch ein bisschen mehr zur Seite. 4, 3, 2. Nochmal tap up. Tap up. Just a normal tap up. Our break step. Unser Pausenschritt immer tap up. Von hier kommen wir mal in den Knee Lift. Komm hoch. Knee Lift und Knee Lift. Knie richtig schön hoch. Hop. Zack, zack. Auch hier nehmen wir mal einen Arm mit. Und da mache ich das sehr, sehr gerne diagonal. Add your arm. Right leg, left arm. Rechter Fuß, linker Arm. Linker Fuß, rechter Arm. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Knee lift. Bleib im Knee lift. Knee lift hoch. Aus dem Knee lift machen wir jetzt mal einen Kick. Und zwar richtig schön Kick zur Seite. We change the knee lift to the kick step. Kick, kick, rechts und links. Noch 4. Es gibt auch den Low Kick und den High Kick. Wir machen mal den Low Kick, also tief. We do the low kick. 4, 3, 2 und dann High Kick. Let's go. Hoch. Auf. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und gut, nur knee lift again. Just a normal knee lift. From the knee lift, we go to leg curl. Hop, hop. Achtung, Ferse ran. Heel on your glutes. So, bend your knee, beug dein Knie und hol die Ferse Richtung Popo. Pass auf, dass der Bauch fest bleibt. Tight stomach. Hop, hop. Gern kannst du hier auch die Arme wieder mitnehmen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Leg curl bleibt. Die Arme locker. Tipp mal diagonal. Was für den Kopf. An exercise for the brain. Brain work. So, hier. Diagonal, hopp, hopp, tipp, noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, Knee Lift, nur der normale Knee Lift, komm wieder hoch. Die letzten, 4, 3, 2, Repeater, 3 Knee, 3 Knee, Repeater, hopp, zack, nochmal, Repeat, 3, 2, 1, perfekt, bleib im Repeater,
that's an important basic step for the choreos, also for the cardio. 3, 2, 1. Komm ganz hoch mit dem Knie. Ganz hoch in die Luft. Up to the ceiling with your knee. And you want to increase the intention. Da, duck, duck. Perfect. So, auch hier machen wir eine kleine Variation, einfach nur, damit ihr so ein bisschen was kennenlernt auch. Vielleicht kennt ihr ja alle schon. Aber als Warm-up ist das super. Hopp, hopp. Bleib im Repeater. 3, 2, 1. Little variation. Tap. Knee up. Tap down. Knee. Tap down. Nochmal. 2, 1. Tap. Der Tap kommt an den Fuß hinten. The tap goes on the ground. Again. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Increase the tap a little bit behind you. Up. Behind. 4 times more. Go with your upper body a little bit lower. Du kannst deinen Oberkörper mitnehmen. Ein bisschen tief gehen. Einer noch. Und dann kommst du in Tap Up zurück. Tap Up. Wir machen noch einen Grundschritt durch. Den Basic. Und dafür brauchen wir aber einfach nur den Schritt hoch und tief wie vom Treppensteigen. Step up the stairs. Let's go. Oben, unten. Oben, unten. Hopp, hopp. Auf und ab. Wenn du es anstrengender willst, Stepper hoch, gell? Noch 4. Noch 3. Achtung, take attention. Tap. Left leg. Linker Fuß. Wir haben die Seite gewechselt mit einem Tap dazwischen. Hopp, hopp. Perfekt. Zack, zack. Hopp, hopp. Auch hier wieder in 4, in 3, in 2. Tap, change to the other side. Hopp, hopp. Zack, zack. 4, 3, 2, change, tap. 4, 3, 2, tap. Basic. So, aus dem Basic machen wir mal einen Wee-Step. Wee-Step. Tap. Wee-Step, other side. Tap, tap. 4, 3, 2. Nochmal Wechsel. Zack, zack. Wir gehen ein bisschen tiefer. Und Seitenwechsel. Vier, drei, zwei, marschier am Platz. Perfekt. Ich hoffe, du bist warm. Falls es dir gefallen hat, dann drück doch einen Daumen hoch. Thumbs up. Lass auf jeden Fall ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass du einen schönen Einblick in ein paar Grundschritte gewonnen hast. Und das Training kannst du auch super als Warm-up nutzen. Das heißt, also jederzeit mal für zwischendurch oder auch als Aufwachen nach dem Schlafen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Workout und bis zum nächsten Mal.